Shalom! Es ist 23 Uhr und ich filme dieses fucking Video jetzt und trinke einen Red Bull. Crazy Girl. Es wird kein leichtes Video zu filmen, sage ich jetzt schon. Ich weiß, sehr viele schreiben mir, sie kommen her auf meinen YouTube-Kanal, um zu lachen, um abzuschalten und wenn sie einen schlechten Tag haben, dann erhelle ich den. Heute verkacke ich eure Tage. Ich verkacke meinen Tag und ich bin sehr froh, dass ich dieses Video nicht schneiden muss, weil sonst wäre ich super deprimiert und zwar jeden einzelnen Tag, in dem ich das schneiden müsste. Und mein Fenster ist gerade eine Motte, die will unbedingt rein und die sieht ein bisschen aus wie ein Dino. Nicht hier. Du hast schon letztes Jahr meine ganzen Klamotten zerfressen, blöde Kuh. Habe ich gerade mit einer Motte geredet, um abzulenken von dem, was hier eigentlich jetzt passieren wird? Ja. Unterm Strich, das hier wird ein bisschen ernster, das Video. Klar baue ich meine Gags rein zwischendurch. Meine Kompensation für alles ist Humor. Ich mache dieses Video, weil ich dieses Video gebraucht hätte, als ich jünger war und ich nicht wusste, dass ich es gebraucht hätte. Meine Hoffnung für dieses Video ist, dass einige junge Mädchen das sehen und vielleicht ein bisschen besser beschützt sind durch mich. Ich denke, es wird manchen helfen und ich denke, das ist eine Lücke auf Social Media, die viel zu selten besprochen wird. Also hier bin ich und leiste Gottes Arbeit. Kein Ding. Ich leiste Therapiearbeit für mich selbst hier. Und für den einen oder anderen Atzen halt von euch. Viele von euch kennen mich ja als Daddy Shikes. Daddy Shikes ist entstanden, weil viele mir immer wieder gesagt haben, ich habe Daddy Energy so in meinen Videos oder vor allem, wenn ich Leute geroastet habe. Und früher war mein Style ja auch so super baggy und ich habe nur weite Sachen getragen. Und ich glaube, daher kam das irgendwie, dass immer wieder Leute gesagt haben, Daddy, Daddy, Daddy. Ich bin auch irgendwie so ein kleiner Daddy, auch in meiner Freundesgruppe, dass ich so alles organisiere, regle und sowas. Und ihr braucht mir jetzt nicht mit eurem 2022 Gen Z Gender Roles Scheiß kommen, weil ich weiß, es ist nicht so wörtlich gemeint. Es ist eher, es ist metaphorisch. Warum schreiben wir Attribute wie du organisierst alles, klärst alles, zahlst für alles Männern zu? Es ist politisch nicht korrekt. Es ist nicht woke von mir, dass ich dieses Pseudonym unterstütze. Drauf geschissen, heul doch. Schwarz. Es ist nicht so deep. Es ist nicht so deep. Aber es ist relativ dunkel. Die Realität von Daddy Shikes in Bezug auf wahre Daddys ist leider nicht so lustig, locker flockig, sondern bubu, traurig. Nein, Spaß, es ist traurig. Hat aber nichts miteinander zu tun, aber ich hätte gedacht, viele würden jetzt schreiben, du bist ja Daddy Shikes, hat es was damit zu tun? Nein, es hat nichts mit meinem Erzeuger zu tun und nichts mit meinem Verhältnis zu Daddys. Es ist wirklich nur, meine Community war irgendwann so, Daddy. Und da war ich so, okay, I guess. Wenn ich keinen Daddy habe, muss ich wohl selbst einer sein. Und dann habe ich mich da reingesteigert. Und hier bin ich. Und drehe ein Video über Daddy-Issues. Full Circle, Leute. Vielleicht fühle ich mich deswegen auch verantwortlich, dass ich euch mal darüber aufkläre, dass Väter fucking Arschlöcher sind und unsere Psyche zerstören. Spaß. Spaß, es gibt tolle Dads da draußen. Wisst ihr, wann ihr wisst, dass ihr dieses Video gucken solltet? Wenn ihr denkt, jeder Mann ist ein Arschloch, will euch verletzen, ihr eure Gefühle abkapselt und in Humor kompensiert, sarkastisch zu jedem seid. Willkommen. Willkommen in meiner Welt. Reden wir über Daddy-Issues. Und guck's dir an, weil vielleicht musst gerade du es hören. Gerade auf Social Media wird dieses ganze Daddy-Ding so mega oft verherrlicht und auch ins Humorvolle gezogen, was auch wichtig ist, weil aber Daddy und Daddy-Issues werden sehr oft erstens romantisiert, in Filmen, aber auch in Songs, in Kunst, alles mögliche. So TikToks und alles wird immer dieses, oh, when she calls you Daddy oder when she has Daddy-Issues. Ich habe das Gefühl, dass super das falsche Bild von Daddy-Issues und was es eigentlich ist, auf Social Media herrscht. Auch in Pornos, glaube ich, weil ich persönlich, wow, jetzt, random fact, gucke keine Pornos. Amen, prüde. Naja, es hat nichts mit Religion zu tun, ich gucke einfach keine Pornos. Wenn Leute, die echt nur von Social Media über Daddy-Issues gehört haben, voll das falsche Bild davon haben, was es eigentlich ist und was es eigentlich mit einem macht. Ich will auch nicht auf Professorin oder Psychologin tun in dem Video, weil Überraschung bin ich nicht. Es gibt sehr viele wissenschaftliche und gute psychologische Studien. Vor allem Sigmund Freud und Carl Jung haben sehr viel zum Denken angeregt in dem psychologischen Bereich, was Thema Daddy-Issues und auch so Familienverhältnisse angeht. Und deswegen könnt ihr mal in der Bio die Links abchecken. Das ist ja auch nicht Mr. Wissen to go. Ist immer noch Kyla Shikes, Vollidiotin des Jahrtausends. Ich habe sehr viel persönliche Erfahrung zu dem Thema. Ich bin ja auch in Therapie und behandle das Thema mit meiner Therapeutin zusammen. Ich habe mich auch viel ausgetauscht, habe sehr viel beobachtet. Ich bin eine kleine Analytikermaus und deswegen würde ich sagen, ihr könnt mich schon ernst nehmen. Bitte. Ich weiß Dinge. Jetzt kommen wir zu dem Segment, was ich in meinen Notizen genannt habe, persönliche Erfahrungen.
Punkt. Ich werde euch jetzt nicht das Verhältnis zwischen mir und meinem Vater erklären. Jetzt hört mal auf, so persönlich ist es jetzt auch nicht. Wenn ihr mich bezahlt, wenn ihr mich bezahlt dafür, dann würde ich dafür erzählen. Für Geld würde ich meine Seele verkaufen. Jetzt so einfach davon jetzt drauf los hier zu erzählen auf dem Kanal. Intens. Dieses ganze Video ist schon sehr intens für mich, dass ich das drehe. Aber kurz gesagt, ich habe mit 15 den Kontakt mit meinem Dad abgebrochen. Dad. Erzeuger. Ich nenne ihn eigentlich nur noch Erzeuger. Manchmal rutscht mir noch Dad raus und dann ist jedes Mal so ein Stich, weil Dad? Dad impliziert erst da, der Mann ist. Puh. Im Endeffekt war er mein ganzes Leben lang ein narzisstischer, gewalttätiger Loser, der mir wirklich nur Probleme bereitet hat. Jetzt habe ich einen richtigen Knacks. Es hat sehr lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass er mir sehr viel von diesem Knacks gegeben hat und dass die Auswirkungen viel, viel immenser sind, als ich dachte. Ich habe das absolut unterschätzt, aber es ist halt der Mann in meinem Leben, der mir am nächsten steht mit meinem Bruder. Zu dem man rein ganz natürlich irgendwie denkt, dass es eine Vertrauensperson ist. Weil es ist halt ein fucking Dad. So. Nur ist es leider manchmal nicht so gut, wenn das deine nächste Männerperson ist und die Person ist, von der du dann alle anderen Männerbeziehungen auch assoziierst. Das kurz zur Story mit dem Erzeuger. Ich glaube, das Erste, was mir so richtig aufgefallen ist, wo ich gesagt habe, okay, fuck, ich glaube, ich habe Daddy-Issues, aber ich habe sehr lange mit Humor genommen und gar nicht so ernst genommen, war, dass ich immer auf ältere Männer stand. Und Mädchen um mich herum, die ein gutes Verhältnis zu ihrem Dad hatten oder zumindest irgendwie einen Dad in ihrem Leben hatten, das komisch fanden oder gesagt haben, oh mein Gott, nein, das ist ja viel zu alt. Und ich habe es nie verstanden. Ich war immer so, hä, warum ist das denn viel zu alt? Und ich dachte mir, Leute, ihr übertreibt. Und wir reden hier von Sachen wie mit 14 dachte ich so 22, 23 oder so. Wahrscheinlich auch älter, um jetzt ganz ehrlich zu sein. Ich wusste, es ist gesellschaftlich gesehen zu alt. In meinem Kopf und von meinem Empfinden fand ich nicht zu alt. Ich hab's nicht verstanden. Wenn dann andere Mädchen gesagt haben mit 13, 14, nee, 20 ist viel zu alt, war ich immer so, Leute. Und jetzt bin ich so, Digga. Mein bester Freund ist 20. Wenn der mir jetzt sagen würde, er datet eine 14-Jährige, ich würde ihm die Nase brechen. Ich würde ihm sagen, ich schlepp dich persönlich zur Polizeistation, wirst mich komplett verarschen. Und das ist so dieser krasse abgefuckte Teil auch daran. Es ist alles abgefuckt, aber ich dachte, es hat mit meiner eigenen Reife zu tun, dass die Männer auch interessiert an mir sind, weil sie älter sind. Man muss fairerweise sagen, so, ich war auch reifer als Mädchen in meinem Alter. Ich hatte immer viele ältere Freunde und konnte mich mit Gleichaltrigen sehr, sehr selten identifizieren. Aber so im Teenageralter sind dann so 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre schon krass viel. Wenn dann diese älteren Männer nach meinem Alter gefragt haben und ich denen gesagt habe, wie jung ich bin und die dann gesagt haben, es ist denen egal, dann dachte ich, es ist, weil ich was Besonderes bin. Und eigentlich würde er nie was mit Mädchen in meinem Alter haben, aber ich mit mir schon, weil ich bin viel reifer als andere Mädchen. Und so wurde mir das immer von denen auch kommuniziert. Boah, ja, krass, du bist ja viel reifer als Mädchen in deinem Alter. Ich habe noch nie deinen Satz so oft gehört, wirklich. Du bist ja so reif für dein Alter. Und dann kam ich zum Schluss. Die Männer wollten nicht was von mir, obwohl ich so jung war. Sie wollten was von mir, weil ich so jung war. Und als ich das realisiert habe, wurde mir schlecht. Und wenn ich jetzt zurückdenke an die Männer, mit denen ich was hatte, kein Sex, so, ich hatte super spät erst Sex im letzten schon. Und ich hatte halt nur was so küssenmäßig, rummachenmäßig, was trotzdem halt super fucking eklig ist, wenn ich diese Altersgrenzen bedenke. Also da lagen Leute, da lagen legit 10 Jahre dazwischen, wo ich so 15 war. 14. Rückblickend sind es halt Männer, die dich wirklich spotten und die das checken. So, die haben ein Auge dafür. Ein normal denkender, gesund denkender Mann würde sagen, du bist zu jung, du bist zu verletzlich, du hast offensichtlich Probleme. Ich gehe mal einen Schritt zurück, weil ich kann nicht ernsthaft traumatisieren. Ganz kurz, falls ihr in so einer Situation seid, Leute, überlegt mal, warum diese erwachsenen Männer, und das dachte ich immer, super falsch und dumm gedacht, aber auch voll manipuliert wurden von diesen Männern, warum haben die nichts mit Gleichaltrigen? Warum haben die nichts mit Frauen, die in deren Alter sind? Weil die in deren Altersklasse fucking Loser sind und keine Mädchen kriegen. Das sind immer diese Männer, die so viel jüngere Mädchen schnappen, weil die die einfach in der Hand haben können und weil die keine Mädchen in deren Alter pullen können, weil die entweder super dumm sind, super die Loser sind oder einfach eklig. Und Mädchen in deren Alter checken das einfach. Das sind diese Typen, die dann auf viel Jüngere gehen, weil die bei denen Chancen haben. Weil diese jüngeren Mädchen noch kein Verständnis dafür haben. Die haben noch keine Standards. Die wissen nicht, was sie wollen. Die wissen nicht, was Red Flags bei Männern sind, was nicht. Die sind froh, wenn ein Mann sie mit dem Arsch anguckt. Und vor allem Mädchen, wie ich früher, die voll mit Daddy-Issues halt strugglen, um es mal so grob zu sagen, haben dann, wenn die Pubertät anbricht,
super viel, und das ist mein nächster Punkt, nach Bestätigung gesucht von Männern. Ich habe so mit 13, 14 angefangen, so als ich eben auf einmal so zack in die Pubertät kam und mit 13 aussah wie 17. Ich habe dann so meine Hauptbestätigung und meine Wertschätzung in Männern gesucht. Wenn ältere Männer und sowas mich angeguckt haben, angesprochen haben, dann habe ich mich mega gut gefühlt und dachte, das ist was voll Cooles und Krasses. Und je mehr du davon bekommst, desto besser fühlst du dich ja in dem Fall. Je mehr dir dann so ein Mann davon gibt, desto mehr Macht hat er auch über dich. Und das checkst du halt nicht in dem Alter. Durch diese immense Suche nach Bestätigung kommt auch noch so ein Nebenaspekt, der mir auch lange nicht klar war. Ich habe mich mit 13, 14 so in Bezug auf Männer eben, weil ich auf dieser Suche nach Bestätigung war, mega übersexualisiert und wollte immer viel älter aussehen, viel älter sein, Dinge machen, die ältere Mädchen machen. Ich habe bei Sex und so bei richtig so sexuellen Sachen immer für mich so eine Grenze gezogen. Es hätte halt auch anders laufen können. So, es gab genug Situationen, die auch gar nicht so safe waren, in die ich mich gebracht habe, und ich bin einfach froh, dass ich immer noch die Kurve gekriegt habe, bevor irgendwas so krass Sexuelles passieren konnte. Und ich hatte diesen sexuellen Bezug damals noch nicht so im Kopf, aber im Endeffekt ist es ja das. Du siehst dich nur so als Objekt, was Männer ansehen sollen, denken sollen, wow, die ist ja viel älter oder viel reifer. Das erste Mal habe ich rumgemacht, glaube ich, mit 12. Ich bin dann 13 geworden und dann ging es so los. Ich hatte mit 13 was mit einem 20-Jährigen. Und ich meine, mit was haben meine ich wirklich rummachen so, aber auch nicht, ich weiß nicht, was versteht ihr unter rummachen, halt küssen und sowas. Hat nichts mit Genitalien zu tun. Und wenn ihr mich fragt, wie lief das ab, er war super aufdringlich. Er hat immer mehr versucht, ich musste die ganze Zeit abblocken und sagen, nein, 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 nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Mit 13, Digga. Ich bin ja auch nur von einem Kuss ausgegangen, und das war dann schon dieser Schritt für mich. So, ja, wir küssen uns jetzt. Ich war super naiv. Ich dachte nicht, dass ein Typ mich poppen will, wenn wir uns küssen. Habe ich nicht gesehen, diese Verbindung. Wie sollst du auch? Du bist 13. Niemand sagt dir das. Klar, wenn wir uns küssen, einfach in irgendeinem separaten Raum, warum sollst du denken, wir haben Sex? Ich bin doch 13. Aber warum geht eine 13-Jährige in einen separaten Raum mit einem 20-Jährigen und küsst ihn? Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich sehr früh angefangen habe zu feiern und diesen ganzen Scheiß. Das ging dann damit so ein bisschen Hand in Hand, dass ich mit meinen älteren Freunden dann immer irgendwo in Clubs war, draußen, Bars, halt so draußen Parks. Eher Parks, keine Bars. Das war eine Phase, die ging so 2 Jahre circa. 13, 14, 15 habe ich so mit allem pausiert. Hatte so einen Aufwachmoment, dachte mir, Digga, das ist gerade irgendwie abgefuckt alles. Und das ist auch irgendwie nicht normal. Ich habe so zurückgeguckt auf die letzten 2 Jahre, dachte mir so, irgendwas stimmt da nicht. Diese Erfahrungen mit Männern haben mich traumatisiert. In dem Sinne, dass ich dann super den gestörten Bezug zu Sex, Sexualität hatte, habe. Rein körperlich ist der Bezug zu Sexualität einfach absolut gestört, weil das, die Idee von Intimität, die du hast, sind dann irgendwelche älteren Männer, die dir sagen, du bist was Besonderes, keine Ahnung, wie so alte random Männer, du bist halt fucking 13, 14, und dann hatte ich halt super lange überhaupt gar keinen Körperkontakt, gar nichts. Habe auch ein Problem entwickelt, was Körperkontakt angeht, dass ich nicht angefasst werden konnte, so, ich wurde einfach immer super nervös, ist auch immer noch so teilweise, ich bin wirklich kein großer Fan von Körperkontakt. Ich hatte nie was nüchtern mit Typen, bis ich meinen Freund hatte, meinen ersten, mit 18, hatte ich immer nur besoffen was mit Typen. Nüchtern war nicht drin. Also, und wenn ich dann mit irgendeinem Nüchtern das hatte, ich habe jetzt nicht so viele Typen, ich hatte 2 Typen gedatet. Mit dem einen hatte ich auch nur Sucht was und ich habe ihn gedatet, Leute. Ich musste mir einen reinsaufen, bevor wir es miteinander hatten, weil, jetzt nicht komplett Absturzsucht, aber so ein Drink, 2 Drinks mussten schon, sonst habe ich mich irgendwie unwohl damit gefühlt. Bei dem anderen habe ich nichts gespürt und es war einfach, als wäre es ein Kumpel. Ich habe es absolut, ich mochte nicht, mit ihm rumzumachen. Ich erzähle euch jetzt nur die oberflächliche Seite davon, aber ihr könnt euch vorstellen, was da noch alles tiefer drin steckt. Es ist halt, so, mein Bezug zu diesem Ganzen ist halt absolut gestört, weil ich einfach fucking traumatisiert bin von diesen ganzen Situationen. Diese Männer waren halt auch immer sehr so übergriffig. Ich weiß, dass es bei so vielen Mädchen so ist, dass sie genau diese Erfahrung gemacht haben und sich überhaupt nicht darüber bewusst sind, jetzt gerade, woher das kommt. Warum ist das bei mir so? Warum denkt zurück, habt ihr vielleicht sowas Ähnliches erlebt, als ihr jünger wart? Habt ihr diese Tendenz gehabt zu älteren Männern? Das ist halt so, wenn ihr so wie ich seid, auch nur ein bisschen, dann habt ihr auch eine sehr lange Zeit diese Dinge einfach abgekapselt, weggeschlossen, Schnee von gestern vergessen. Ist nie passiert.
ewig. Ich setze mich jetzt erst damit auseinander. Bin gerade dabei. Aber das ist alles für mich einfach nicht passiert. Ich habe keine einzige von diesen Verbindungen gezogen. Ein weiterer Aspekt, der bei meinen Daddy-Issues und bei, glaube ich, sehr vielen jungen Frauen sich zeigt. Du denkst halt wirklich, jeder Mann will dich verletzen. Du denkst, jeder Mann hat schlechte Intentionen mit dir. Unterschwellig ist da immer dieser Gefahrenaspekt und immer so eine Alarmanlage, die bereit ist und auch alles auffängt und sich auf allem aufhängt, was möglich ist. Und deswegen hat man oft Tendenzen, sich fernzuhalten und einem niemanden so richtig an sich ranzulassen. Auf so einer tieferen emotionalen Ebene. Mein Ex hatte die größte Baustelle mit mir. Ich weiß wirklich nicht, dieser Mann hat mich wirklich geliebt, weil ich hätte nicht mit mir zu tun haben wollen. Ich war wirklich wie so eine Burg, wie so eine Festung, die man richtig runterbrechen musste. Der hat mich aufgetaut. Ich bin, wenn ihr da das Gefühl habt, ich bin weicher geworden. Ich bin so viel weicher geworden. Der hat mich wirklich wie eine Mikrowelle, hat er mich gesteckt und 4 Jahre da drin drehen lassen. Das war so der erste Mann in meinem Leben, dem ich wirklich vertrauen konnte. Ich habe noch nie von einem Mann in meinem ganzen Leben Sicherheit gespürt. Bis auf mit 18 dann von meinem Ex. Und Spoiler, viele sind Arschlöcher, viele sind scheiße, aber es ist nicht so, dass jeder Mensch euch was Böses will. Und es ist schwer, aber wir müssen nicht bei allem, was er macht, eine böse Intention sehen und immer alles versuchen, nur ins Negative zu ziehen. Das habe ich ewig lang so gemacht, das mache ich immer noch so. Und wisst ihr, wie es sich auch äußert? Ich kann Tochter-Vater-Beziehungen nicht sehen, ohne ein komisches Gefühl zu haben. Es ist so, als würde ich einen Elefanten Pasta kochen sehen. Es ist unnatürlich. Väter und Töchter zusammen, wenn die sich umarmen, wenn die eng sind, wenn die zusammen sind, ich fühle mich jedes Mal unwohl. Kann das nicht ganz normal als schön betrachten oder ich fange fast an zu heulen. Es gibt nur so oder so. Entweder ich fühle mich unwohl oder ich denke mir, oh, oh. Jeder Film, wo Väter und Töchter Stich, es hittet deep. Und das habe ich letztens zu meiner besten Freundin gesagt, weil sie struggelt auch mit paar dieser Dinge. Wie sollen wir Männern vertrauen und wie sollen wir Männern näher kommen, wenn wir es noch nie gelernt haben im ganzen Leben? Und deswegen stresst euch da nicht zu sehr, wenn ihr merkt, ihr habt diese krasse Aversion irgendwie. Seid einfach wirklich nett zu euch, seid compassionate mit euch, redet mit euch selbst, sagt euch, hey, woher soll ich denn diese Anziehung spüren oder wieso soll ich mich denn jetzt wohlfühlen um Männer herum, wenn ich es wirklich noch nie hatte. Mein Körper kennt das nicht. Nichts von mir weiß, wie ich damit umgehen soll. Deswegen seid da einfach nicht zu hart, was Dating und so angeht, mit diesem ganzen gesellschaftlichen Druck, der herrscht. Stresst euch da nicht zu sehr. Seid wirklich einfach nett zu euch und gebt euch Zeit. Ich dachte mir, ich muss auch irgendwie die positiven Aspekte von Daddy-Issues rausheben, weil wir können auch nicht nur herumsitzen, heulen und uns fragen, warum ich? Können wir nicht. Machen wir nicht. Nicht in meinem Haus. Und zwar, was ich auch beobachtet habe, ist, Mädchen, die ein super Verhältnis zu ihrem Dad haben, werden viel öfter von Typen verarscht. Wenn die ein gutes Verhältnis zu ihrem Dad haben und auch noch on top ein gutes Verhältnis zu ihrem Bruder, und ist es nicht generalisierend gemeint. Wenn ihr ein super Verhältnis zu eurem Dad habt und nicht oft von Typen verarscht werdet, dann fühlt euch nicht angesprochen. Es ist aber sehr oft der Fall, dass eben diese Mädchen ein sehr naives Bild vom Mann haben und denken, alle Männer sind so wie ihr Dad. Guter, vertrauenswürdiger Mensch, der dich nicht verletzen will, sondern der dich beschützt und dir Sicherheit gibt. Ich hatte vor allem ein sehr interessantes Gespräch mit einem Mädchen, die eben, ihr Dad ist Bombe. Und sie dachte dann unterschwellig, alle Männer sind wie ihr Dad. Sie wurde krass, krass oft von Männern verarscht, hatte die größten Heartbreaks ihres Lebens und musste richtig aufwachen zu der Erkenntnis, okay, nicht alle Männer sind gut und sehr viele Männer sind auch Arschlöcher. Wir Bitches mit Daddy-Issues, wir denken umgekehrt. Wir denken, alle Männer sind Schweine und alle Männer wollen uns verletzen und wir können niemandem vertrauen. Dementsprechend sind die Heartbreaks von den geblästen Damen, die wir so sehr um ihren Dad beneiden, die haben viel größere Heartbreaks als wir und auch wahrscheinlich viel öfter. Ich für meinen Teil kann sagen, dass Heartbreaks wirklich, ich sehe einen Heartbreak, so einen krassen Heartbreak bei mir echt unrealistisch. Ja, ja, klar, er wird irgendwann kommen, aber kein Mann wird mein, boah, es ist traurig, kein Mann wird mein Herz stärker brechen können, als es mein Erzeuger getan hat. Sorry Jungs, er war vor euch da und er hat 10-mal schlimmere Dinge getan, als ihr jemals die Chance haben werdet zu tun. Also, danke! Dad. Ein anderer positiver Aspekt von Daddy-Issues ist, dass man genau weiß als Frau, was man nicht will bei Männern. Was man will? Eigentlich gar nichts. Man will sich von dieser Spezies
von Natur aus fernhalten, aber es klappt nicht so ganz, weil im Endeffekt ist man dann doch oft hingezogen zu Männern. Übrigens kann ich gar nicht für Mädchen reden, die auf Frauen stehen und auch Daddy-Issues haben, weil das geht ja auch, aber ich meine, ich stehe low-key auch auf Frauen, aber ich hatte noch nicht so viel Erfahrung mit Frauen, deswegen. Tut mir leid, wenn ihr euch nicht angesprochen fühlt, wenn ich über so Männerbeziehungen rede. Es gibt beide Extreme. Entweder man weiß genau, man will nicht das, was der Dad verkörpert hat, zum Beispiel in meinem Fall. Und das ist dann ein bisschen schwierig, weil wenn irgendwelche Typen Dinge machen oder kleine Dinge, die mein Dad gemacht hat oder die mich an ihn erinnern, dann bin ich halt weg. Dann bin ich halt wirklich so, nope, obwohl es vielleicht gar nicht so schlimm ist und die können da nichts für. Naja, ich habe auch schon von Daddy-Issues gehört und auch darüber gelesen, dass sie sich in der Form äußern, dass man das Abbild des Dads aus Versehen irgendwie sucht und sich hingezogen fühlt. Grob äußert sich das ja generell ja in dem, dass man auf ältere Männer dann steht. Ich stehe jetzt nicht mehr auf ältere Männer. Beziehungsweise nachdem du diesen ganzen Scheiß realisierst, findest du Männer einfach noch ekliger. Also beziehungsweise ältere Männer. Jetzt, wenn so ältere Männer mich anmachen, ansprechen, bin ich wirklich so, du Hund, du willst mich ausnutzen. Das ist alles nochmal ein bisschen anders als halt mit fucking 14, 15. Aber trotzdem, wenn ihr 30 plus seid, sucht euch wirklich Frauen. Fragt euch, warum ihr keine Frauen in eurem Alter pullen könnt. Darüber wollte ich wirklich auch schon ewig ein Video drehen. Und zwar diese ganze Alter ist nur eine Zahl-Thematik. Die fuckt mich krass ab. Wenn ich jedes Mal, wenn ich es höre und dann auf Social Media das auch sehe, bin ich immer so, wach auf, hallo. Also wenn ihr wollt, dass ich dazu ein Video drehe, was so ein bisschen in diesem Stil ist, dann schreibt es mir in die Kommentare. Was anderes, was ihr mir gerne in die Kommentare schreiben könnt, weil mir nichts mehr einfällt, ist positive Aspekte von Daddy-Issues. Wow, ich kann das Lied von The Neighborhood, seitdem ich 13 bin, anders fühlen. Cool. Noch irgendwelche positiven Aspekte? Schreibt sie in die Kommentare. LG. Und es wäre kein Kyla Shikes Video, wenn ich nicht am Ende noch irgendwie einen Wink mit dem Zaunpfahl hätte. Das klingt jetzt plump. Aber Girlies, falls ihr zu irgendwas in diesem Video relaten konntet oder sogar sagt, wow, ich habe eine Auferstehung gerade, geht zur Therapie. Ich sag euch, es ist ein scheiß schwerer Schritt. Ich weiß auch, es ist nicht immer leicht, einen Therapieplatz zu bekommen. Aber es ist möglich. Selbst wenn ihr hört, 3 Monate Wartezeit, nehmt diese 3 Monate. Es ist besser, als gar nicht hinzugehen. Ihr könnt diesen Scheiß echt nur in Therapie aufarbeiten. Ich danke dem Universum, wem auch immer da oben, wer da immer auch oben sitzt, ja, danke ich für meine fucking Therapeutin, weil die Frau, die holt Dinge aus mir raus. Wow, wow, wow. Auch wenn es super schwer wird, Leute, es ist so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Darüber wissen lasst, wenn ihr mit mir im Austausch bleibt, was das angeht. Schreibt mir auf Insta und macht mir auch gerne Audios. Ich höre mir eure Audios immer super gern an. Könnt auch gerne kommentieren, weil ich glaube, dass viele Leute sich sehr gehört fühlen könnten, wenn ihr kommentiert und euch dann gegenseitig auch austauscht in den Kommentaren. Lasst mich gern wissen, falls ihr mehr solcher Videos wollt, die so ein bisschen mehr persönlich psychologisch veranlagt sind. Psychologisch? Ich tue so, als hätte ich hier eine fucking neue, bahnbrechende Theorie aufgestellt. Habe ich nicht, weiß ich. Aber diese Art von Video, weil ich mag's. Ich habe so viel von diesem Scheiß. Ich könnte wirklich 200 Videos direkt drehen, aber ich weiß halt nicht, ob es irgendwen interessiert, deswegen. Pepe sagt, ich muss euch mehr dazu animieren, mir zu folgen, weil so viele von euch meine Videos gucken, aber mir nicht folgen. Also Leute, ich mache jetzt richtig, richtig hart ein auf YouTuberin und bin vorbildlich. Seid bereit. Los geht's. Okay, Leute, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne einen Kommentar, smash den Like-Button und aktiviert natürlich die Glocke, nachdem ihr abonniert habt. Tauft alle meine Produkte, finanziert mein Leben, zahlt meine Stromrechnungen, seid mein Sugar Daddy. Versteht ihr wegen Daddy? Ja, das war's. Ja, wenn ihr Bock habt, dann fucking abonniert halt. Ich würde mich freuen. Aber ich freue mich auch, wenn ihr meine Videos einfach nur guckt. Ohne zu abonnieren. Aber wenn ihr sie eh guckt, könnt ihr einfach mal... Habt euch lieb, fühlt euch gedrückt.